Kannst du dich nur erinnern an den Gefrierbrand? Ja, Hilfe, ich weiß, irgendwie, ja, nein, eigentlich habe ich keine Geschichte mehr dazu. Das war das Wort der Woche im Christoph und Lollo Podcast, den ich eben nur mal nachgehört habe. Da haben wir wunderschön über den Gefrierbrand philosophiert und du hast mir erklärt, dass das halt so paradox ist, dass man was, gleichzeitig das, was gefrieren kann, aber brennen und dann ist die kalte Stange letztendlich als Beispiel genannt worden. Ja, stimmt eh. Ich verstehe es ja nach wie vor nicht. Alles klar, bist ready? Hallo und herzlich willkommen zur letzten offiziellen Folge des Jahres. Warum offiziell? Möglicherweise, wer weiß, gibt es noch eine Silvestergala hinterher, aber das ist die allerletzte Heldenfolge. Offiziell begrüßen möchte ich auch einen ganz besonderen Mann. Es ist ein Podcaster. Ich denke, er podcastet am liebsten im klassischen Stil. Aber ich bin überzeugt davon, er könnte es auch im V-Stil. Und vor allem ist er selber mittlerweile zum Klassiker, zur Legende geworden. Herzlich willkommen, Christian. Wie geht's dir? Ahoi, ahoi, lieber Olle. Komm an Bord meines Podcast-Schiffs. Schöne Formulierung. Lieber Christian, wie war Weihnachten, möchte ich dich gleich mal fragen. Wie war's bei dir? Wow, war ein schönes Fest diesmal, war ein feines Fest. Danke. Christkind war brav. Und ich freue mich nach wie vor über all die Geschenke, die ich bekommen habe. Und vor allem auch über dieses schöne, idyllische Fest im Kreise meiner lieben Familie. Ist immer wieder was Schönes. Wir podcasten ja heute frühen Nachmittag oder mittleren Nachmittag, kann man eigentlich sagen. Und ich habe meine Weihnachtsbeleuchtung natürlich immer nach oben. Und ich freue mich schon, wenn es jetzt immer dunkler wird oder dünkler. Und die Lichter am Balkon gehen dann bald an. Das werde ich euch dann live im Podcast mitteilen. Ein bisschen was fürs Geplänkel, für unsere Leute zum Einkommen. Vielleicht mich würde es ja interessieren, von wo du heute überhaupt podcastest. Ich kriege das Wort Podcasten halt nicht außer. Von wo du heute podcastest? Ich caste heute aus meinem Podcast-Studio. Das muss ich sagen, ein bisschen, ja, kalt ist der falsche Ausdruck, aber nur nicht so wohl temperiert ist, wie ich das gerne hätte. Ich habe nämlich die Heizung erst vor circa 5 Minuten auftrat und das dauert nur ein bisschen, aber ich caste aus dem Studio, aus dem Garten. Und du, lieber Olli, wo bist denn du? Du bist heute an einem sehr besonderen Ort. Das war für mich schon. Ist es ein Bitte besonderer erzähl Ort. Erzähl es den Zuhörern und den Zuhörerinnen. Das ist nicht irgendein Ort. Das ist was. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein besonderer Podcast-Ort zumindest. Und zwar ist es meine Wohnung, in der ich mich heute befinde. Da bin ich sehr, sehr selten zum Podcasten. Da hast du recht. Ja, bei mir ist doch etwas tumultig. Der Alltag mit einem fast 3-Jährigen ist es gar nicht so leicht, nebenbei zu podcasten. Ich habe leider nicht ein schönes Podcast-Studio im Garten, so wie du, sondern wenn ich zu Hause bin, irgendwo da in einem Zimmer podcasten und das ist dann, das kannst du dir eh ungefähr vorstellen, wie das dann läuft. Ich freue mich voll, du sitzt im Warmen, das ist gut. Ja, jetzt im Winter ist wirklich angenehm. Du hast Weihnachten, hast du auch gut verbracht? Ich habe auch Weihnachten sehr, sehr gut verbracht. Sehr schön. Ich habe am Weihnachtsabend ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich habe mir nachher gedacht, wie war das so letztes Jahr zu Weihnachten mit unserem Podcast, was haben wir denn da überhaupt für Folge gehabt? Und dann ist mir eingefallen, da ist ja die Jesus-Folge ja. Am 24. gewesen. Ja, ja, und ja. Dann habe ich mir des Weiteren überlegt, ich meine, unsere Hörerinnen und Hörer, viele davon werden wahrscheinlich die letzte Folge auch gehört haben. Die ist ja auch unter besonderen Umständen entstanden. Und dann habe ich gedacht, gibt es bei dir vielleicht so eine Art Weihnachtsfolgenfluch? Kann es sein, immer die letzte Folge vor Weihnachten, dass du mal kräftig in die Scheiße greifst, wenn ich das so formulieren darf? Ja, danke mal für die positive Formulierung, Olli.
Nein, ich glaube nicht. Und ich glaube zum Beispiel die letzte Folge, das war Rocky, richtig? Und ich finde die gar nicht so schlecht. Und Jesus, ich habe mich nach wie vor nicht drüber traut, mir die Folge anzuhören. Aber ich habe mit Bestürzung und mit Erstaunen habe ich jetzt, ich schaue hin und wieder durch, wie viele Downloads eine Folge hat. Ja, kann man bei Podigee machen, machst du auch regelmäßig. Das kann man mal machen. Und da habe ich halt auch, und da bin ich drauf gekommen, dass, ich meine, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass Jesus nicht gut geht, dass das nicht viele Leute hören. Und jetzt hat sie die Weihnachtsbeleuchtung eingeschalten. Leider ist es so, dass die schon sehr, sehr viele Leute gehört haben. Und ich fürchte, dass das jetzt durch die Weihnachtszeit auch wieder ein bisschen durch die Decke gehen wird. Gut, ist für ewig im Netz. War ein Fehler. Aber du sagst, ein amüsanter, charmanter Fehler. Oder? Ja. Insofern also, vertraue ich dir. Alles da. Gut, lieber Christian. Brauchst dir keine Sorgen machen. Ich habe wirklich im Schnittstudio wahre Wunder vollbracht und habe dir wirklich gut aussehen lassen, auch in diesem Podcast. Ja, aber du hast zwei Monate lang eigentlich nur gelacht und hast mir die ganze Zeit irgendwelche kleinen Dinge, kleine Fetzen irgendwie zugeschickt. Ganz schlimme. Kleinigkeiten, ja, ganz genau. Es waren einige lustige Lala dabei. Ja, aber hey, so ist Weihnachten. Ja, heute können wir leider nicht beisammen sitzen. Das ist schade, Christian. Damals waren wir beieinander. Da waren wir beieinander, wie sich die Zeiten ändern. Du ich habe nur was zum Geplänkel beizutragen. Ich habe gestern habe ich mit einem ehemaligen Studienkollegen von mir telefoniert. Und der hat sich sehr über mehrere Sachen, was unseren Podcast angeht, sehr gefreut. Der ist Stammhörer, habe ich erfahren. Das habe ich nicht gewusst bis jetzt. Ich habe mir gedacht, der hört sich hin und wieder Folgen an. Ist ein Stammhörer, der liebe Michael. Und der hat gemeint, der Niki Lauda Podcast war, was Podcasts angeht. Und der hört viel Podcasts. Ein Meisterwerk des Schnitts, des Humors, der Unterhaltung, der Information, der Insider-Information auch, vor allem, was du so gebracht hast da mit der Lauda-Villa und so Sachen. Also der hat wirklich gemeint, das ist einer der besten Podcasts, die er jemals in seinem Leben gehört hat. Dann hat der Mikey noch gesagt, dass wir bei Apple Podcasts, ja, bei ihm auf Platz 2 sind. Es gibt nur einen Podcast, der uns, da gibt es auch immer so einen Jahresrückblick wie bei Spotify. Es gibt nur einen Podcast, der uns geschlagen hat. Also da bin ich eigentlich ganz stolz drauf. Wow. Ja. Und dann hat er noch gesagt, wir haben im Jim Carrey Podcast, und das soll ich jetzt unbedingt erwähnen, im Jim Carrey Podcast haben wir so toll über unseren gemeinsamen Film, das war im Wasserschloss, gesprochen. Habe ich mich gar nicht mehr erinnern können. Das war wahrscheinlich gerade so die Finishing-Phase von dem Projekt. Und er hat gemeint, ich habe leider seine fantastische Arbeit als Kameramann nicht gewürdigt. Und das möchte ich somit nachholen. Ich hab dazu zwei Dinge nur zu sagen. Und zwar, das ist eine interessante Sache, was du sagst, dass der Hörer doch mehrere Folgen gehört hat oder mehr, als du geglaubt hast. Und ich selbst bin jetzt wieder mal über eine alte Folge gestolpert. Wir reden ja heute über einen Skispringer. Und ich bin dann irgendwie auf Christoph und Lollo gekommen. Ich glaube, auf Facebook hat es mir das angezeigt. Dann habe ich mir gedacht, habe ich überhaupt unseren Christoph und Lollo Podcast schon auf Facebook in die Gruppe geteilt? Und ja, ich habe gute Nachrichten. Christoph und Lollo und vielleicht auch der Austrofred werden vielleicht in der Silvestergala auftreten. Falls wir eine machen. Wie, bist du mit denen in Kontakt noch? Nein, aber ich habe mir gedacht, jetzt, ich werde sie mir anschreiben. Das ist so, wie wenn ich die Kulturstube ankündige und dann nicht reinschneide, weil der Kultmeister nichts abliefert. So in die Richtung, ja. Okay. Naja, du, ich habe vorher vom Jesus-Podcast, der am 24. ausgestrahlt worden ist, geredet. Heute beginnt die Vier-Schanzentournee für alle diejenigen, die es gleich am ersten Tag hören, unser neuestes Produkt. Und es geht um einen Skispringer, ich habe es bereits erwähnt, und und dein Freund, der Mikey,
Heinzer. Wie hat er geheißen? Der Mikey. Mikey Granditz. Mike Granditz, der übrigens auch, und ich rede jetzt viel über den Mike, aber über Michael, der startet ebenfalls ein Podcast-Projekt, wo ich schon eine Kollaboration geplant habe. Also ich werde mal zumindest einmal zu Gast sein und ich werde ihn dann mal einladen zu einem Experten-Talk. Ja? Weil da werden wir seine 20 Hörer abgreifen vielleicht. Die er sich vorstellt. Ja, ich finde, nein, das passt. Auf jeden Fall, mach das. Du hast von mir da wirklich freie Bahn, was Side-Projects betrifft. Ich werde dich hier nicht einschränken. Oder zumindest Gastauftritte. Also auch wenn du in deinem Vertrag drinnen stehen hast, dass du exklusiv für die rechte und die linke Hand des Podcasts arbeitest, wir werden das einfach nicht quasi, also ich werde da einfach drüber schauen. Ich mache kurz mal die Augen zu, kurzes Blinzeln und dann passt es schon. Wir sind jetzt da, um mit euch über Skispringen zu reden. Und zwar reden wir nicht nur über Skispringen. Über Skispringen, ich habe auch zum Olli gesagt, Olli, erklär mir mal Skispringen. Erklär mir die Faszination, erklär mir den Sport überhaupt. Warum schaust du das an? Ich habe es auch als Kind vom Fernseher, weil sonst nichts war, habe ich oft stundenlang irgendwie Skispringen geschaut. Und ja, okay, sie hupfen so und so weit, gut. War irgendwie mittelfaszinierend für mich, aber der Olli ist heute angetreten, um uns zu erklären, warum Skispringen erstens geil ist, zweitens gefährlich und drittens seine Lieblingssportart. Olli, erklär uns das einmal bitte. Bevor wir zum Ernst kommen, erklär uns einmal die Faszination Skisprungsport. Deine Gefühle, deine Emotionen, dein Wissen, hau alles eine, bitte überzeug mich. Lehn mich jetzt zurück. Aber nicht allzu lang. Nein, du bist halt sehr motiviert. Ich denke mir manchmal, wenn du vielleicht so ganz eine kurze Atempause hältst, versuche ich rein zu grätschen und es gelingt gar nicht so gut, weil du so motiviert bist. Das ist was Schönes. Du hast gesagt, bevor wir zum Ernst kommen, und das habe ich sehr lustig gefunden, weil das hat in dem Fall zwei Bedeutungen. Erstens zum Ernst des Podcasts und zweitens auch zum Ernst Fedori, der heute unser Held ist, endlich, finde ich. Also meiner Meinung nach hätte er schon viel, viel früher dran kommen müssen. Er ist immer schon mein großer Lieblingsskispringer gewesen als Kind. Aber bitte verrenne ich jetzt nicht da. Wir reden jetzt noch nicht über den Ernst. Bitte erklären uns einmal für die zwei, drei Hörer, die zuhören und nichts mit Skispringen am Hut haben. Bitte erklären uns das einmal. Was ist denn da wirklich so gut dran? Also Skispringen ist wirklich eine unglaubliche Faszination, vor allem dann, wenn du in den 80ern, wo unser lieber Held der Woche auch groß im Fokus des Sports war, wenn du da angefangen hast zum Schauen, dann ist die Chance meiner Meinung nach viel, viel größer, dass du Skisprung-Fan bist oder natürlich auch früher, weil heutzutage ist das Ganze natürlich sehr, sehr ähnlich, es ist sehr, die Chancen sind ähnlich gebaut, die Anlaufspur ist quasi in Stein gemeißelt, kann man so sagen. Also das ist Aluminiumspur mit Eisschicht, aus der man nicht rausfallen kann. Und damals war das alles noch viel, viel spektakulärer. Zusätzlich gibt es natürlich jetzt auch diese Punkteregel, wo du einfach kürzer springen kannst und trotzdem gewinnen, das hat es früher alles nicht gegeben. Früher, da bist du einfach von der Seite aus einer Luken außer mit Muskelkraft, und zwar mit Handmuskelkraft, hast du da rausgehievt aus einer Luke und nicht einmal vom Balken. Und dann hast du eingerichtet, hast Glück gehabt, wenn du die Spur getroffen hast, die der erste Springer vorgegeben hat. Und dann hat es gerattert, weil natürlich ist auch das Ganze nicht mit einer Fräsen vorher eingefräst worden, sondern... Das war in den 80er Jahren nur so? Es war wirklich sehr, sehr lang. Ich war überrascht, wie lang das war. Und ich habe auch das Gefühl, die Skisprung-Experten unter unseren Hörerinnen und Hörern mögen es verzeihen, wenn ich das jetzt falsch sage, aber ich habe das Gefühl, wie wenn der Anlauf auch noch mit Alpinskien einfach nur ausgetreten geworden wäre und nicht jetzt irgendwie mit einer Walze oder mit irgendwas
mit irgendeiner Maschine präpariert worden wäre. Aha, also okay. So kommt es mir teilweise vor, wenn das einfach nur 10 Leute hintereinander austreten hätten und dann ist abgegangen. Dann sind die weggeflogen und haben teilweise natürlich auch noch viel, viel steilere und höhere Flugkurven gehabt und sind diesen wunderschönen klassischen Stil damals auch noch gesprungen zum Anfang vom Ernst Vettori seiner Zeit, der allerdings dann vom V-Stil abgelöst worden ist Ende der 80er Jahre. Und dann die Telemark-Landung und natürlich die Stürze immer wieder, die Gefahr, die da über allem schwebt. Das alles gemeinsam macht die Faszination Skispringen aus. Der Sieg gegen die Naturgewalt, der Sieg gegen die Schwerkraft und die Spannung, wer schafft es dann, den einen oder anderen halben Meter weiter zu fliegen und zu springen. Darf ich da kurz einen halben Meter reinspringen schnell? Immer. Habe ich das richtig verstanden, dass früher die Schanzen andere waren als jetzt? Weil du sagst, die Schanzen sind jetzt alle sehr ähnlich geworden, dass es wurscht ist, ob du in Bischofshofen runterspringst oder in Kranjska Gora. Ist das egal? Und du sagst auch, und diese Hügel sind auch gleich oder ziemlich gleich abgetragen, dass du immer ähnliche Flugbahn- und Landemanöver machen musst, ja? Es ist natürlich so, dass du da jetzt ein paar Mal etwas unglückliche Beispiele gewählt hast. Erstens einmal, Bischofshofen ist tatsächlich eine Ausnahme, weil Bischofshofen ist keine Skisprungschanze mit Anlaufturm, sondern die ist natürlich in den Berg hinein gebaut, der Anlauf. Waren wir da? Wir waren dort, sozusagen. Oder? Wir beide waren in Bischofshofen damals. Bischofshofen, ja. Richtig, ja. Da wollte ich mit dir dann nur kurz über den Stoch sein Vater reden. Das haben auch wir beide erlebt, oder? Was haben wir da gesungen? Wie hat der geheißen? Na, jetzt warte mal. Ja, ja. Und zwar möchte ich da diese sehr interessante Frage beantworten. Und das Zweite, was du gesagt hast, ist Kranjska Gora. Und Kranjska Gora ist zwar eigentlich, also ist ein Skiort und es ist ein alpines Rennen dort. Planitz ist aber eine Skiflugschanze. Ah, wirklich? Das habe ich nicht gewusst. Das Kranjska Gora habe ich einfach so gesagt. Das hat nichts damit zu tun gehabt. Du, die Kamil-Stoch-Geschichte, wie war denn das? Der Kamil Stoch hat damals, glaube ich, die Vierschanzentournee gewonnen und wir haben netterweise vom Alex, vom Diesel, gratis Karten gekriegt im Family-Bereich. Und ja, dann haben wir uns gemeinsam mit dem Stoch, sein Vater, in Tourneesieg vom Kamil Stoch angeschaut und haben das eine oder andere Schnapsal mit ihm konsumiert. Und es war wirklich eine gute Stimmung und der Kamil Stoch, also in Kamil Stoch, sein Vater, hat uns dann zu sich nach Hause nach Zakopane eingeladen. Das werde ich auch nie vergessen. Eigentlich sehr, sehr lustig. Wir waren ja dann kurze Zeit danach auch in Polen, richtig, Olli? In Zakopane. Und ich finde es nach wie vor großartig, dass uns der Vater von Kamil Stoch vom Bahnhof abgeholt hat sogar. Mit einem kleinen polnischen Auto. Ja, weil der steht zu seinen Wurzeln. Und auch wenn er wahrscheinlich aufgrund des hohen Verdienstes seines Sohnes Kamil den einen oder anderen Slot mehr hat, hat er uns mit so einer alten Karre abgeholt. Und wir waren im polnischen Fernsehen. Das darfst du bitte auch nicht vergessen. Weil wir bei dieser Polengruppe gestanden sind, als das polnische Fernsehen den Sieg vom Kamil bei der Vierschanzentournee gefeiert hat. Das sind ja nicht da gewesen und sind so gekupft. Kamil, Stoch! Kannst du dich nicht mehr erinnern und wir sind mit dabei. Die glauben alle, wir sind Polen. Mhm. Na klar, ich kann mich an jede Begebenheit nur erinnern. Da fällt mir gleich dazu ein. Ich war auch mal im türkischen Fernsehen, weil 2013, da komme ich dann ein bisschen später oder eh gleich mal noch dazu, war ich dann bei der Skisprung-WM oder bei der nordischen WM in Val di Fiemme in Italien. Und da waren sehr, sehr wenige. Du bist der internationalste Mensch, den ich kenne. Ja, du liest auf jeden Biografien Fall. Irgendwo in Asien. Ja, genau. Von Japan angefangen über China. Du fährst nach Norwegen, du fährst nach Polen, du wohnst im Burgenland.
internationaler Fitti Podcast. Du podcastest aus deinem Wohnzimmer. Du podcastest aus dem Burgenland und sportlich bist du, ich sage mal, zumindest in ganz Europa, aber nein, was sage ich, in der ganzen Welt bist du daheim. Du musst uns auch bei Gelegenheit einmal davon erzählen. Boah, das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Werden wir mal alles zusammenschreiben. Und diese Anekdote ist folgende. Ich war in Val di Fiemme zusammen mit dem David, meinem Freund David, den ich an der Stelle wirklich sehr, sehr herzlich grüßen möchte. Große Liebe geht da raus. Und der David, aber nicht der Experte David, sondern mein Salzburger David. Nein, anderen Experten hast du gestern geschickt, ne, in unserer Facebook-Gruppe. Genau, und es waren sehr, sehr wenige Leute in Val di Fiemme, weil da ist einfach das Interesse scheinbar nicht so groß, da in Südtirol. Und kann ich gut verstehen. Und meine Eltern, die waren auf Urlaub in der Türkei, weil es war Spätwinter und die haben halt in der Türkei quasi dem tristen Winter wollten sie entkommen. Und mein Papa, ja großer Sportfan und auch Skisprungfan, hat sie in der Türkei irgendwo einen Sender gefunden, der die Skisprung-WM übertragen hat. Und der David und ich mit den Österreich-Fahnen haben uns da schön postiert vor der Kamera, vor der Hardcam und haben da immer wieder mal reingegrinst. Und natürlich ist es aufgefallen, weil man halt mit der Österreich-Fahne da in Italien hat es auch nicht sehr viele gegeben. Und mein Vater sitzt in der Türkei, schaut Skispringen und sieht plötzlich seinen Sohn, der in Italien bei der Skisprung-WM dabei ist in den Zuschauerreihen. Der Held der Woche. Und wir sprechen jetzt über den Helden der Woche. Es ist der Ernst Vettori. Es war ein Held meiner Kindheit. Ich bin mit ihm sozusagen auch ins Skispringen hineingewachsen. Und Christian, das waren ja nur wirkliche Skisprunghelden, oder? Damals sind sie halt wirklich nur hinuntergepoltert, kann man eigentlich so sagen, oder? Wie siehst du das? Ich habe da etliche YouTube-Links auch zukommen lassen, die du sicherlich alle angeschaut hast und da hast du das ja auch so vernommen. Ja, du hast das mir mit den Worten schon geschickt und ich habe mir dann, es waren zwei Videos, wo er zweimal runtergekupft ist irgendwo. Habe ich mir selbstverständlich angeschaut, aber mir brennt ja viel, viel wichtigere Frage auf der Zunge. Und zwar, warum sind alle Skisprung-Podcasts, die du machst, warum heißen die irgendwie immer Fett? Der Fetti und der Vettori. Das ist eigentlich schon jemals irgendwie durch den Kopf gegangen, warum die immer so fettig sind. Na, tatsächlich ist mir das noch nie aufgefallen. Beides Tiroler und beide heißen Fetti. Ja, wobei man ja zum Vettori Fechtel sagt, also seine Skisprungfreunde zumindest, soweit ich das mitgekriegt habe und beurteilen kann. Interessant, dass dir das auffällt. Richtig. Du, ja, den Schmäh habe ich gestern schon vorbereitet. Hey. Wie ich mir die Videos angeschaut habe, habe ich mir schon gedacht, schau, ist ja auch Fetti. Ja, wow. Meine, er ist ganz und gar nicht fett. Ah, der Fetti ist nicht fett, aber vom Namen her, meine ich. Ja, absolut, das stimmt. Ja, gutes Ohr und gutes Auge, das gefällt mir sehr, sehr gut und habe bis jetzt noch keinen Gedanken daran verschwendet. Mal schauen, welcher Skispringer mit Fett noch existiert, den wir eventuell dann noch durchnehmen können. Fällt mir, eine Trilogie sollte man auf jeden Fall machen. Ja, ad hoc fällt mir da gar keiner ein. Vettori, gehen wir ein bisschen seine Karriere durch und schwelgen wir ein wenig in Erinnerung. Was hast denn du so für Erinnerungen an den Vettori? Ernst Vettori, habe ich die Erinnerung, dass ich ihm oft als Kind beim Skispringen zugeschaut habe. Entweder war einer der Besten, die es damals gegeben hat, oder es hat so wenige gegeben. Aber ich kann mir an Ernst Vettori auf jeden Fall erinnern. Und vor allem eine ganz, ganz wichtige Sache, die du zwar widerlegt hast, aber für mich ist die noch nicht wirklich offiziell widerlegt. Er war zwar Skispringer, aber er war kein Skiflieger. Ja, weil er zu viel Angst davor hatte. Das war zumindest damals in den 80ern und frühen 90ern das, was man sich in Sport am Montag oder in irgendwelchen Sonntags-Skisprungsendungen erzählt hat.
Mhm. Das habe ich von ihm in Erinnerung. Und die Geschichte, dass du einmal neben seiner Frau gestanden bist irgendwo. Das ist richtig, ja. Und die liebe Sigi, die habe ich kennengelernt 2011. Und wir haben auch einen Experten-Talk dieses Mal wieder vorbereitet. Und da werden wir auf diese Geschichte mit dem Ernst Vidori, seiner Frau, etwas genauer eingehen, was damals in Oslo 2011 mit ihr und da überhaupt passiert ist. Da habe ich unseren... sehr, 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 sehr vielversprechend, hört sich das schon an. Das klingt jetzt fast ein bisschen zu vielversprechend. Ja, voll. Nein, aber spielen wir gleich einen Experten-Talk, oder? Der die rechte und die linke Hand des Podcasts Experten-Talk. So, da, liebe Leute, ich stehe da jetzt beieinander mit dem Phil, sehr brav, social distanziert, aber doch persönlich, ist wieder mal was Wunderschönes, jemanden in die Augen zu sehen beim Podcasten. Und der Phil und ich, wir haben gemeinsam in Oslo 2011 was Besonderes erlebt und das wollen wir euch jetzt erzählen. Servus Phil. Ja, servus alle, danke für die Einladung. Ist mir eine Ehre, bei eurem Podcast da mitzumachen mit den kurzen Erfahrungen oder Erlebnissen, die wir da in Oslo gehabt haben, das wieder aufzurollen, ist auch eine ganz schöne Sache, an das wieder zu denken. Es war tolle Ereignisse da, die paar Tage. Ja, wir haben ja vorher kurz schon im Vorgespräch ein bisschen nochmal Revue passieren lassen, wie das genau war. Mal schauen, ob wir es noch so richtig zusammenkriegen miteinander. Also, soweit ich mich erinnere, also wir beide, die Vorgeschichte war, wir beide sind nach Oslo 2011 geflogen und haben dort bei der nordischen WM als Zuschauer partizipiert und sind dort natürlich die einzigen Österreicher oben gewesen. Karten haben wir damals vom Alex Dies gekriegt, der ist im Podcast schon erwähnt worden oder wird noch erwähnt, kommt drauf an, wo ich das Interview mit dir einschneide. Und der hat uns liebenswerterweise, wie so oft, Karten zukommen lassen. Und dann sind wir aufgefahren am Holmenkollen. Ja, da kurz noch zurückzugreifen, wir sind zu diesen Karten gekommen, weil der Alex gesagt hat, kommt ins Hotel heute in der Früh und dort kann ich euch die Karten übergeben. Und wir sind dann in dieses Hotel gefahren, wo beim Eingangsbereich haben wir dann auf den Alex gewartet und es war dann eigentlich recht lustige Aktion, glaube ich, weil die Daniele Raschko hat am Vorabend die Goldmedaille geholt und die hat ganze Nacht Party gemacht, die haben wir dann gleich getroffen in der Früh, nach einer durchzechten Nacht von ihr und haben dann auch die anderen Skispringer sind dann alle dahergekommen und die Bekannten, wer war denn da, Morgenstern, Koch, der Kofler kann mich noch erinnern und ein paar andere Nationalitäten, der Kasai, genau, und so. Und ja, und wir haben dann auf den Alex gewartet, dass er uns die Karten gibt und haben mit dem Alex dann kurzes Gespräch gehabt und dann sind diese Skispringer rund um uns gestanden und das war eigentlich irgendwie der Anfang von diesen unglaublichen 5-6 Tagen, wo man jetzt schon im Vorfeld sagen muss, wir haben jeden Tag an der Seite der Skispringer verbracht durch dieses erste Treffen dann auch. Genau so ist es und wir haben dann auch einen sehr netten Journalisten von der Sportwoche kennengelernt und du hast ja dann eigentlich als Spaß angefangen da zu sagen, ja, vielleicht machen wir da schon mit dem einen oder anderen ein Foto, weil die Gelegenheit ergibt sich ja nicht so oft und das haben wir dann auch gemacht und das sollte dann später noch eine Rolle gespielt haben, so als ganz krönender Abschluss. Aber zum Schluss erwähnen dann, ja. Ganz genau, ja, so ist es. Ja, naja, wir sind dann aufgefahren, genau. Auf dem Holmenkollen. Mit... Erstmals mit der Bahn, später dann mit den Springer im Bus. Genau, mit der U-Bahn, das erste und das einzige Mal mit der U-Bahn hinaufgefahren. Und es war dieser Tag, wo in der Früh die nordische Kombination begonnen hat mit dem Skisprung in der Früh. Den haben wir natürlich nicht gesehen, aber zum Langlaufbewerb sind wir dann oben angekommen, haben mit unseren Karten Platz gesucht auf der Tribüne. Haben einen recht super Platz gehabt vorne, haben richtig gut gesehen und ja, dann wie ist dann weitergegangen? Naja, wir waren geschminkt und haben die Österreich-Fahne gehabt und waren deswegen natürlich gekennzeichnet in Rot-Weiß-Rot und dann ist eine sehr nette Dame zu uns gekommen und sie hat uns gefragt, ob sie sich einfach zu uns dazustellen darf, genau. Weil sie halt auch aus Österreich kommt, aus Tirol und sie hat gemerkt, wir sind Österreich-Fans und genau. Hat sie zu uns gestellt, genau.
warum es in Tirol wohnt, werden wir jetzt dann herausfinden. Ja, und es war so, wir haben uns recht viel unterhalten und um einen Beruf zum Beispiel auch, und weil wir ja beide Lehrer sind, haben wir das auch erzählt und dann hat sie gesagt, sie ist Volksschullehrerin. Ja, und dann zum Sportlichen war es dann so, bei dem Rennen hat der Felix Gottwald dann den dritten Platz gemacht. Die zwei Deutschen haben gewonnen, also erster, zweiter, Frenzel Kircheisen. Genau, mit dem ganz argen, spektakulären Endspurt, wo der eine im anderen in die Spur gefahren ist, in die Bahn. Und ich hab mir gedacht, ich nehme den mit der Videokamera. Damals waren es noch keine Handys, die gute Videofunktionen gehabt haben, 2011. Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Aber ich habe eine ganz gute Digicam gehabt und da habe ich das aufgenommen, den Zielsprint. Und habe dann sozusagen als einziger dieses Video dann gehabt, der von dem Sturz von Felix Gottwald. Das kann man dann später noch anfügen. Das man dann später, ja, wobei kann man jetzt auch sagen, das haben wir dann später dem Betreuer von Felix Gottwald per Mail geschickt, weil der hat gesagt, aus der Position haben wir das sonst nie und das brauchen wir. Ich weiß nicht, ob das war, aber das können wir nachher noch besprechen, ja. Also du hast es an Gottwald selber gesagt, da. In der Hotelbar, wo wir jetzt gleich dazu kommen, der Bewerb war zu Ende, wir sind dann gemeinsam mit dieser erwähnten Dame zum Einzel-Kleinschanzenbewerb der Springer gegangen, zum Mitzubacken rüber, also wir sind da zu dritt umgestapft und waren dann schon 3-4 Stunden zusammen und irgendwann ist einmal die Frage aufgetaucht von unserer Seite, was sie für einen Bezug eigentlich dazu hat, genau. Warum sie da allein in Norwegen als Österreicherin in der Fanzone herumläuft. Ja. Und dann sind wir draufgekommen, dass sie die Ehefrau vom Ernst Vidori ist, um den sie ja heute in dem Podcast geht. Und das war dann eine ganz überraschende Aussage oder halt ein Statement für ihr. Und es war halt für uns dann schon sehr sowieso überraschend, dass sie sich praktisch stundenlang jetzt nicht geoutet hat, dass sie sagt, sie ist da vom Vidori die Ehegattin. Also das hat schon sehr gezeigt, dass sie da jetzt nicht unbedingt im Rampenlicht stehen muss oder will. Und hat an unserem Eindruck von ihr also auch nichts geändert. Und ja, zum Spektakulären dann ist halt so weitergegangen, dass die Sigi Vidori hat dann gesagt, nachdem der Skisprungbewerb zu Ende war, gesagt, ja, wir fahren wieder in unser Quartier. Wir haben da ein nettes kleines Quartier gehabt am Hauptplatz in Oslo. Und sie hat gesagt, naja, kommt halt einfach am Abend zu uns ins Hotel, weil ich bilde mir ein, ich habe euch ja am Vormittag schon irgendwo gesehen im Hotel, ob wir da einen Bezug haben. Dann haben wir halt kurz geredet über das und wir haben sie dann gedacht, wir haben zum Dies Alex gesagt, ja, wir kommen vielleicht einmal vorbei, haben uns irgendwie nicht so traut, dass wir da reinplatzen, aber aufgrund der Einladung von der Sigi Vidori haben wir gesagt, na sicher, fahren wir dort jetzt hin. Und ja, somit war das eigentlich der Beginn einer unglaublichen Reise, die, ja, ganz genau, wunderschön also, in Erinnerung geblieben. Wir sind dann am Abend dorthin gekommen und ich habe nicht mehr in Erinnerung, wer hat denn gewonnen, die Kleinschanzen? Die Kleinschanzen, der Morgenstern natürlich. Doppelweltmeister, genau. Der Morgi hat dort in dieser Nacht, am Samstagabend war das, die Goldmedaille gefeiert. Es hat in der Hotelbar so eine Art Österreichhaus gegeben mit den Feierlichkeiten und sind dort eine am frühen Abend und waren mittendrin von prominenten Sportlern, Journalisten, Betreuern, Toni Giger zum Beispiel, der Beauftragte für Sicherheitskonzepte, oder sage ich. So in die Richtung, ja. Und die Eltern vom Morgenstern und die Freundin von der Iraschko. Der alte Greiner. Und vom Greiner Kombinierer der Folter. Also das ist dann sehr, wir haben dort Freundschaften gewonnen und haben mit alle Anwesenden. Aufstoßen. Ich sage jetzt einmal, es waren 30, 40 Leute in dieser Hotelbar, alle vom ÖSV und vom Betreuerstab und von Angehörigen und wir zwar mittendrin. Ja, und das war halt dann der Beginn, wie ich schon gesagt habe. Und die Iraschko, Daniela, hat nochmal gefeiert ihre Goldmedaille und haben da wirklich, wir waren bis 5 Uhr in der Früh in dieser Hotelbar mit dem Pointner, mit was weiß ich, wie sie alle heißen haben, ja.
Genau, also das war wirklich sehr aufregend und es war auch nur der erste Tag von mehreren. Wir sind dann jeden Tag da oben gewesen und man muss auch dazu sagen, das Bier und die alkoholischen Getränke, die sind ja sehr teuer in Norwegen. Und das war natürlich auch sehr super. Apropos alkoholisches Getränk, ich habe da einen südburgenländischen Eierlikör frisch gemacht von meiner wunderbaren Frau, die Daniela. Und wir strengen uns da jetzt noch ein Glas allein. Sehr gerne. Damit wir den weihnachtlichen Vorgeschmack ein bisschen da mitnehmen. Prost. Genau so ist es. Man muss dazu sagen, es ist noch nicht Lockdown. Ja? Wenn Sie das jetzt am 29. Wenn Sie es gleich am ersten Tag overlots, dann sind wir momentan im dritten Lockdown, aber wir treffen uns da noch ganz hoch offiziell unter freiem Himmel. Deswegen ist auch vielleicht die Qualität jetzt nicht so optimal und das passt so. Auf jeden Fall, ja, waren wir da ein paar Tage dann eben mitten drunter und das hat irrsinnig viel Spaß gemacht und das Stiegl war noch gratis. Also was will Springerherz und Sportlerherz und Sportfanherz vor allem, was willst du mehr? Ja, genau, es war jeder Tag dann ganz was Besonderes. Wir haben in dieser ersten Nacht, in dieser Hotelbar dann auch wieder Kassen, Cheftrainer, Pointen Alex. Sind dann eigentlich da zu zweit um 3 in der Früh bei Minusgraden vor dem Hotel gestanden und es waren wirklich sehr private Eindrücke dann auch. Und wie ich da mit Pointen Alex geredet habe, hat er auch gesagt, wie wir lange mal da bleiben und ihr habt anscheinend Glück gebracht heute, weil ihr da dabei wart. Das war halt einfach ein Scherz gewesen für ihn, aber er hat es halt trotzdem gesagt, weil der Morgenstern gewonnen hat. Er hat gesagt, was ist, wollt ihr nicht morgen mit uns gleich in der Früh mit dem Mannschaftsbus wieder am Holmenkollen fahren, weil es ist Training, gell? Und ja, natürlich haben wir ja gesagt, ich schätze, wir sind irgendwann um 6 in der Früh heimgekommen und um 9:30 in der Früh ist der Bus schon wieder aufgefahren, also kurzer Schlaf, und waren dann in so einem kleinen Neinsitzerbus. Also wir zwei, der Olli und ich, Pointner, ja. Hoch, alle sind gesessen halt drinnen, 7-8 Leute, ja. Ja, so war das. Sehr und gelernt, ja. Es ist ja dann so weitergegangen, die nordische WM war für Österreich wahnsinnig erfolgreich. Die Österreicher haben da alles abgekramt damals, 2011. Die Skispringer haben jeden Tag eine Goldmedaille. Die Skispringer haben alles gewonnen. Wir haben Nachrichten von zu Hause bekommen. Jeden Tag, was ist los mit euch? Jeden Tag habt ihr da was zum Feiern. Ihr seid die Glücksbringer. Jeden Tag gibt es ja Goldmedaillen nach Hause. Und wir haben halt einfach immer die Fotos geschickt, mit wem wir da gerade feiern. Und waren direkt an der Front dabei bei diesen Ereignissen, ja. Ganz genau so ist es, ja. Und mit diesen Fotos, und da kommen wir jetzt auch quasi zur Abrundung von unserer Geschichte, mit diesen Fotos ist dann auch noch was passiert. Also wir haben dann unter anderem eben an der Hotelbar in Christoph König kennengelernt. Liebe Grüße an der Stelle, vielleicht hörst du das. Und wir sind am letzten Abend dann fortgegangen, haben wir gesagt. Sind mit ihrem fortgegangen. Und dann habe ich mein Fotoapparat rausgenommen, habe gesagt, einfach ohne Hintergedanke. Ich habe gar nicht mehr gedacht, dass er Journalist ist, weil er einfach ein guter Freund geworden ist in den paar Tagen. Ich habe gesagt, schau Christoph, schau dir die Fotos an, was wir da für coole Fotos gemacht haben, mit dem norwegischen Königspaar, mit der Frau von Mario Stecher, mit der, wie heißt sie? Reich. Bente von Benny Reich, die Schwester, also das, ja. Carina. Carina Reich, also lauter. Mit dem Björn Deli. Björn Deli, genau, mit der Goldberger war, mit dem Goldberger haben wir Schnaps getrunken in der Bar, da haben wir Fotos gemacht und so, also ziemlich viele Fotos. Und der Christoph hat dann gesagt, naja, das sind ja wirklich ganz beeindruckende Aufnahmen, er würde gerne eine Story über uns machen und hat dann wirklich das wahrgemacht und hat eine Doppelseite auf der damaligen Sportwoche, die ist am 8. März dann rausgekommen, das weiß ich deshalb noch, weil ich es immer bei Hand im Büro liegen habe, und hat ja diese Doppelseite gestaltet mit einer Bilderstory mit unseren Fotos und kurze Beschreibungen dabei mit dem Titel Die Goldfestspiele für zwei Lehrer aus Wien, geht ein Traum in Erfüllung. Und ja, genau. Ja, und vor allem die Fanweltmeister. Die Fanweltmeister, genau, das war ja der. Die Fanweltmeister, und das ist eigentlich auch das nach wie vor mit das dem. Das begleitet mittlerweile. Mit dem wir immer nur angesprochen werden und wenn der Christoph wieder mal mit uns Kontakt hat, dann sind wir natürlich nach wie vor die Fanweltmeister. Also ja, ich habe genau, nur ein, zwei Mal getroffen danach. Ja, das ist die Geschichte. Also ja, es war wirklich sehr beeindruckend. Ich bin gerade sehr melancholisch. Es war eine wunderbare Zeit. Es ist jetzt 9 Jahre her. Es wird jetzt 10 Jahre im Februar. Also es war eine unglaubliche Zeit.
die nicht so zu erwarten war. Also wir haben gesagt, wir fahren da einfach hin und schauen halt irgendwie, und auf alle Fälle, auf einfach ist das jetzt so eine prägende Zeit geworden. Genau. Absolut. Also war ja schön, das jetzt mit dir nochmal aufzurollen und zu teilen und jetzt für die Ewigkeit festzuhalten. Genau, ja, warte, schenk uns noch eins ein, weil der ist so gut, der Eierlikör. Wir werden es zum Abschluss nochmal anprosten. Genau. Genau. Ja, genau, weil heute ist ja der 29. Dezember und an dieser Stelle, mein wunderbarer Vater, der Rudi Gollatz, hat heute Geburtstag, er ist 76 Jahre, klingt sehr hoch. Das Alter, aber er ist sportlich sehr aktiv mit Tennis und Ski und Walken. Also er ist noch ein sehr sportlicher und für ihn habe ich dieses sportliche Erbe mitgenommen. Prost auf die, Papa. Ja, alles Gute zum Geburtstag, Rudi. Und an der Stelle würde ich sagen, danke auch dir viel. Danke, eine große Ehre. Ja. Freue mich, wenn wir das noch aussehauen in den Podcast. In den Podcast einschneiden und dann in die Welt aussehauen. Ja, danke. Ja, ihr lieben Zuhörer, guten Jahreswechsel. Alles Gute, bleibt gesund, bis bald. Ich habe ja auch ein paar Erinnerungen an den Ernst Vettori. Und zwar war er, wie ich schon gesagt habe, früher aus österreichischer Sicht und natürlich auch aus überhaupt Sicht mein Lieblingsskispringer als Kind. Und später, also wir sind ja natürlich auch hinterm Haus immer selber Ski gesprungen. Hast du das auch gemacht als Kind? Schanzen baut und mit alpinen Skien drüber krattert? Ist mir nicht in Erinnerung auf jeden Fall. Vielleicht ist das auch ein Mitgrund, warum ich einfach so ein Skisprung-Fan dann auch gleich als Kind mal war, weil wenn man das halt selber irgendwie macht, das ist, dann merkt man das auch, wie toll das ist und was das für ein interessantes Gefühl ist. Und ja, vielleicht hat es mir drum auch so taugt, unter anderem. Und da war jeder von uns, war ja immer irgendeiner von den damaligen aktuellen Stars. Und ich war da immer der Vettori. Mein Bruder war immer recht gern der Nick kennen zum Beispiel und ich war immer der Vettori. Und später hat es dann das eine Warum oder andere. Du sagst eigentlich Vettori, heißt ja Vettori, oder? Vettori, ja, genau. Aber du sagst das immer, wie meinst du das mit einem W? Vettori. Ja. Und später hat es dann das eine oder andere Aufeinandertreffen auch gegeben. Zum einen mal das erste Aufeinandertreffen war im legendären Bierstindl in Innsbruck. Das war früher, das habe ich im Christoph und Lollo Podcast eh auch schon mal erzählt, da hat es immer ein Christoph und Lollo Konzert gegeben im Rahmen der Vierschanzentournee am 4.1. immer in Innsbruck und einmal war auch der Ernst Vettori da im Bierstindl drinnen und ist da am Nachbartisch gesessen mit ein paar anderen Skispringer und so und ja, und wir waren da auch schon recht lustig drauf und ich habe mich da mal dazu gesetzt und Da hat er ihm sicher voll gefallen, dass er da angesoffener Typ dazu setzt. Das war sicher voll schön. Er war auf jeden Fall, also die Quintessenz aus dem Ganzen war, dass er sehr verwundert war, dass ich den Beruf ausübe, den ich ausübe. Weil dann noch später draufgekommen, seine Frau übt den Beruf auch aus und deswegen hat er was damit anfangen können. Und deswegen war er verwundert, dass ich, der was da so irgendwie ja, vorlaut sich da dazu sitzt. Und, Hast du den Beruf schon ausgeübt damals? Nein, oder? Ja, zumindest war ich mit der Ausbildung schon fertig. Ich glaube, ausgeübt habe ich noch nicht. Mhm. Genau, und ja, und dann 2011 in Oslo, was wir ja bereits im Expertentag jetzt ausführlich besprochen haben, da habe ich den Ernst Vettori auch wieder getroffen und 2013, da war er dann auch schon Sportdirektor und da hat uns der Alex seine Akkreditation geliehen, der Dies Alex, der ja ein lieber Freund von mir ist und der uns damals auch die Karten für Bischofshofen gegeben hat. Und das haben wir mit der Akkreditation. Ich habe dabei dann Jingle so oft, wie der erwähnt wird. Ja, sehr, sehr gern. Ja, wir würden gerne mal als Held haben. Lieber Alex, wenn du das hörst, bitte komm mal als Held ein in unseren Podcast. Und ja, auf jeden Fall war das auch sehr lustig. Da haben wir dann auch die Möglichkeit gehabt, halt da herumzulaufen, Backstage, wenn man das so nennen kann, oder in verschiedenen Arealen, wo man sonst nicht reinkommt. Und dann sind wir auch zum
kurzen Smalltalk gekommen mit dem Ernst Vettori. Also das waren so sag meine bloß, er hat sich nicht erinnern können an dich. Doch, es hat tatsächlich, also schon mit einer kleinen Auffrischung meinerseits, da war ich nicht verlegen, aber er hat sich dann schon erinnern können. Ja. Ah ja, du, der was damals in Oslo den Nachmittag mit meiner Frau verbracht hat. Das klingt also irgendwie. Nein, und vor allem der ihn in Salzburg in irgendeinem Lokal getroffen hat, oder? Nein, nicht in Salzburg, in Innsbruck war das damals. Das Bierstindl meinst, gell? Ja. Hast du Christoph und Lollo auch in Innsbruck gesehen? Ja, sehr oft in Innsbruck, ja. Also, ach so. Ja, ja. Aber halt, die hab ich ja überall gesehen. Genau. Du, ich hätte einen kleinen Quiz für dich vorbereitet. Möchtest du teilhaben? Ja, ich probier's. Der Quiz heißt Vettori oder Felder. Die beiden sind ja so ein bisschen wie Zwillinge teilweise in den Medien auch behandelt worden. Und sie waren einerseits Freunde, aber andererseits auch Konkurrenten, waren ziemlich zur gleichen Zeit sehr gut, so wie Morgenstern und Schlierenzauer, so in die Richtung. Und da fällt ja immer eine Spur besser eigentlich, gell? Ja, letztendlich kann man das schon sagen, ja. Also er hat dann unterm Strich mehr Weltcup-Siege gefeiert und hat auch die Vierschanzentournee gewonnen und den Gesamtweltcup. Und was er mal allerdings nicht vergönnt war, im Gegensatz zum Ernst Vettori, dass er ein Olympiagold sich umhängen durfte, eine Olympiagoldmedaille. Das macht den Ernst Vettori dann schon nochmal zu einem besonderen österreichischen Sporthelden. Ja. Absolut, ganz genau. Du, Christian, Frage Nummer eins. Wer hatte früher sein Debüt im Weltcup? Felder oder Vettori? Ganz klar, Vettori. Leider falsch. Felder, Ernst Felder. Andi Felder ist am 4.01.80 debütiert und Ernst Vettori ist am 4.01.81 debütiert, ein Jahr später. Und zwar genau am gleichen Tag. Auch das wieder eine Parallele. Das ist ja nur bei der österreichischen Schanzen dann wahrscheinlich am mitspringen dürfen. Ja, klar. Ja, richtig. Die Schanzentournee, da hat ja Österreich, wenn es in Österreich ist, haben sie ein größeres Kontingent, oder? Richtig. Zumindest war das früher so. Ja. Damit möchte ich alle zu Unrecht erhobenen Anschuldigungen schon fast, möchte hier an dieser Stelle für null und nichtig erklären, weil wer sowas weiß, dass Österreich ein größeres Kontingent auf den österreichischen Schanzen hat, der kann eigentlich nur selbst auch ein Experte sein. Also sehr oder richtig. Er hat einen Freund, der einem das erzählt, ungefähr 24 Stunden vor der Aufnahme. Und das merkt er sich dann, das geht auch. Genau, er kann entweder Experte sein oder ein gutes Gehirn haben, das zumindest für 24 Stunden gut hält. Genau. Okay, zweite Frage. Wer hörte später auf? Karriereende. Felder oder Vettori? Ganz klar, Vettori. Absolut richtig. Frage Nummer 3. Wer hat mehr Weltcups gewonnen? Also wer hat mehr Weltcupsiege? Felder, hast du vorher schon erwähnt. Absolut richtig. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Aber auch da hat dein Gehirn wieder wahnsinnig gut funktioniert. 2-1 für dich. Frage Nummer 4. Wer hat öfter den Gesamtweltcup gewonnen? Felder. Richtig. Ja, Felder boy. Hat den Gesamtweltcup einmal gewonnen, während Ernst Vettori, glaube ich, allerdings dreimal dafür Gesamtweltcup Zweiter geworden ist. Ist aber eigentlich überhaupt nicht viel, wenn du denkst, dass zum Beispiel Schumacher oder Hamilton, wie oft die gewinnen?
Ja, aber Formel 1 zählt nicht. So, Formel 1 ist ja auch kein richtiger Sport, muss man einmal ganz ehrlich sagen, oder? Naja, das wird aber unser Motorsport-Experte. Das stimmt, ja. Jetzt bin ich ins Fettnäpfchen getreten. Ist keine leichte Folge für den Dave. Hey, super. Big Love goes out. Oder wie sagst du immer? Große Liebe. Große Liebe. Große Liebe nach Linz, genau. So. Frage Nummer 5. Wer besitzt Olympiagold? Vettori oder Felder? Du hast das vorher auch schon erwähnt. Das kann natürlich nur der Unsterbliche, die Legende aus Hall in Tirol, die 1964 geboren worden ist. Ja, es ist der Ernst Vettori. Ja, es ist richtig, dass er Olympia Gold gewonnen hat, auch einmal Silber, während Felder nur einmal Silber gewonnen hat. Aber er ist kein Haller, sondern er ist nur dort geboren, wohnen tut er in Absam. Na, du hast gesagt, aus Hall. Aber aus Absam in dem Fall wäre das Richtige gewesen. Aber Absam, dazu kommen Absam, wir ja jetzt. Das ist vielleicht 15 gleich. Kilometer vor Hall entfernt. Und du bist ja ein wahrer Tirol-Experte. Ernst Vettori ist geboren am 25. Juni 1964 in Hall in Tirol. In Hall in Tirol! So ist es, Christian, so ist es. Sein Vater Wilfried war auch ein aktiver Wintersportler. Der war später bei den nordischen Kombinierern übrigens Coach. Und so. Wir haben da auf unserem Skript die Schanze von Absam. Und Absam, ihr könnt sich erinnern, ist auch der Wohnort vom lieben Ernst. Der Ernst ist verheiratet, hat zwei Kinder, einen Sohn, der heißt Nils. Olli. Nein, unsere Tochter, die Sprungrichterin. Es gibt angeblich mindestens einen Enkel, aber es ist schon faszinierender, dass die ganze Familie in dem Wintersport so beheimatet ist, so zu Hause ist und eigentlich sehr wohl fühlt. Ja? Das ist so quasi wie das natürliche Habitat der Fettis. Da hast du absolut recht. Und jetzt pass auf, jetzt habe ich ein besonderes Zuckerl nur für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für dich, weil die Tochter Marion, da habe ich aus erster Quelle jetzt nochmal nachrecherchiert. Und zwar hat sie nicht nur ein Kind, sondern mittlerweile zwei. Und zwar habe ich das nicht aus der Tiroler Tageszeitung und auch nicht aus irgendeinem anderen Nachrichtenblattl erfahren, sondern von ihr höchst persönlich. Weil ich habe es nämlich vorgestern angeschrieben, weil die habe ich nämlich kennengelernt 2013. In Val di Fiemme. In Val di Fiemme, ja, ganz genau. Da sind wir in der Après-Ski-Bar, wenn man, oder Après-Sprung-Bar im Österreicher Hotel beieinander gestanden und haben eine gute Zeit lang sehr, sehr nett miteinander gesprochen und gequatscht. Ganz nette ist es. Und da sind wir dann auf Facebook Freunde geworden und jetzt habe ich es angeschrieben und habe mir gedacht, frage ich sie doch, ob sie vielleicht den Experten-Talk übernehmen will und völlig aus verständlichen Gründen, weil sie mit den zwei Kindern genug Entertainment macht, hat sie gesagt, das lassen wir mal lieber. Stößt sie vollkommen auf Verständnis dafür, möchte sie aber sehr, sehr herzlich über den Podcast grüßen und eben gleich sagen, sie hat zwei Kinder. Und zur Frau vom Ernst Vettori kann man auch sagen, sie war früher auch alpine Rennläuferin. Und zwar ist sie Speed-Disziplinen gefahren. Winkler oder so, gell? Genau, Sieglinde Winkler geheißen früher und war von 82 bis 87 aktive Super-G- und Abfahrerin und hat insgesamt 14 Top-10-Plätze erreicht und davon auch drei auf dem Podest. Ein Sieg war ihr leider nie vergönnt. Und ist aber trotzdem bis dato die erfolgreichste Kärntner Skirennläuferin in den Speed-Disziplinen im Weltcup, Christian. Da zieht du selber die Skischuhe raus, oder? Wenn ich welche hätte, ja. Ganz genau. Bevor wir vielleicht zur sportlichen Karriere kommen, wo wir einen, wie immer, für euch einen Abriss wagen. Wir hoffen. Bitte, Olli, sag mir, dass du Worte Woche mitgenommen hast. Bitte, ja. Bitte. Ja. Du kannst dich beruhigen. Setz dich wieder hin. Alles ist gut. Wir können delivern.
Das Wort der Woche. Ich habe ein Wort der Woche mitgebracht und dieses Wort der Woche passend zu unserem Thema lautet Telemarklandung oder auch kurz von Fachleuten als Telemark bezeichnet. Viele von euch, die das hören, werden es wahrscheinlich schon wissen und werden sie denken, pah, lasst euch mal was Besseres einfallen. Aber trotzdem, vielleicht gibt es den einen oder anderen Mehrwert für euch jetzt da draußen. Das ist nämlich eine von Toruju. Du kannst besser lesen als ich, Christian. Kannst du diesen nordischen Namen aussprechen? Ich würde sagen, das heißt Torju Torjussen. Torju Torjussen, genau. Und erstmals 1883 erprobt diese Landetechnik beim Skispringen. Und hat sie damals irgendwie auch bewährt, wahrscheinlich auch durch die technischen Umstände, was das Material betrifft, war das vielleicht sogar die etwas sichere Variante. Ja, weil es einfach gut ausschaut, deswegen haben sie es gemacht. Und es schaut gut aus, ja. Gibt es ja keinen Grund sonst dafür, denke ich. Und du hast ja jetzt in diesem Podcast ja schon als wahrer Experte des Skisprungs herauskristallisiert. Was ist denn das jetzt genau? Erklären wir es einmal, ja. Naja, du landest in dem, dass du, ich glaube, es ist wurscht, ob du mit dem linken oder mit dem rechten Knie zum Boden gehst, während das andere du nur so 90 Grad abwinkelst. Ist wurscht, welcher Knie am Boden ist, oder? Je nachdem, ob du links- oder rechtshänder bist wahrscheinlich. Ja, das oder? Ist wurscht, ja. Ja, ja, das ist es. Man kniet sich so nieder, so ähnlich wie wenn du zum Ritter geschlagen wirst. Sowas ist es, würde ich sagen. Es ist auch. Oder wenn du dann einen Heiratsantrag in einem Hollywood-Film geht auch so. Das ist ein Telemark für mich. Wie schön wäre das, wenn der Fetti in seinem letzten Bewerb mit seiner Freundin dann die Freundin besucht die Schanze und der Fetti macht den Telemark vorn bis ganz aus, bis zum Ende. Vielleicht sogar nur mit einem Ski, weil der Fetti hat ja 2013 in Val di Fiemme ist er berühmt worden, weil er da seinen Ski verloren hat, den einen Ski, und ist trotzdem noch über die Lande, über die Linie drüber gekommen, über die Sturzlinie, und fährt dann im Telemark bis zu ihr und überreicht ihr den Ring. Das wünsche ich mir. Aber mit einem Ski ja Telemark. Puh. Ja, das war spektakulär damals, ja. Der hat dann tatsächlich den zweiten Ski, dann so den zweiten Fuß auf den einen Ski gemacht. Hinten, ja genau, den Fuß ohne Ski, den skilosen Fuß hat er hinten auf den anderen Ski draufgelegt und ist mit einem Ski mono über die Sturzlinie drüber gefahren. Cool. Aber man muss uns damit Gold geholt. Man muss dazu sagen, für die Leute, die jetzt nicht so Skisprungfirmen sind, die Skisprung-Ski, die sind ja viel, viel breiter als Ski. Ski-Ski, Alpine-Ski heißt das. Alpine-Ski, genau. Mhm. Und da ist es ja ein leichtes, dass man da seinen Fuß abstellt. Das ist richtig, ja. Kannst du sogar 45er haben und kannst draufstellen. Erstens sind es breiter und zweitens kann man ja hinten wie beim Langlauf-Skien rausschlupfen. Und ist nicht fest verankert wie bei den alpinen Skien. Ja, das ist absolut richtig. Ja. Und den Namen hat die Landetechnik von der Skifahrtechnik Telemarken. Und die ist der norwegischen Provinz Telemark, aus der Torjussen kam, auch entsprungen. In der Telemark, da sind ja ganz viele verschiedene norwegische Fernsehsender angesiedelt. Das hat jetzt zwar nichts mit Skispringen zu tun, aber das ist auch witzig, dass das alles irgendwie, das ergibt schon Sinn, finde ich. Wirklich? Ja. Das ist ein was Köln für Deutschland ist in Telemark, also in dieser Provinz eben für den norwegischen, skandinavischen Bereich. Ja. Stimmt übrigens nicht, habe ich mir jetzt ausgedacht, die Geschichte mit Telemark. Weil Tele 5, Tele Television und so. Boah, stark gewirkt. Bin wieder auf den Leim gegangen. Ja, voll. Gut. Ey, wenn man es mit Überzeugung bringt, oder? Dann geht es.
Ja, voll. Weißt du, was wir jetzt auch mit Überzeugung bringen? Dem Ernst Vettori seine sportliche Karriere. Ja, aber bevor wir das machen, möchte ich nur eine kurze Telemark-Geschichte von mir erzählen, wenn ich darf, Olli. Ja, so viel Zeit. Haben wir noch so viel Zeit? Weil wir sind schon so bei einer Stunde und wir haben noch Experten-Talk und alles. Aber egal, wir sind nicht bei einer Stunde, weil du das eh alles rausschneidest. Richtig. Olli, kann ich noch schnell eine Telemark-Geschichte erzählen? Ja, bitte. Geht das? Haben wir noch die Zeit? Ja, super. Ja. Es hat sich mal zugetragen, dass ich auf Skikurs mit war. Wir sind in der Unterstufe, sind wir... ich glaube, zumindest in der dritten und vierten Klasse auf Skikurs gefahren. Vielleicht auch schon in der zweiten, weiß ich jetzt nicht mehr. Und in irgendeinem von diesen Jahren, und was der im Skikurszimmer sind immer so, oder damals waren so Stockbetten, wo dann vier Kinder in einem Zimmer liegen. Nein, Blödsinn, eigentlich waren es acht. Nein, ich glaube, es waren vier. Okay, auf jeden Fall zwei Stockbetten mindestens, aber vielleicht waren es auch vier, ist ja wurscht. Und wir haben dann immer so Wettbewerbe gemacht in der freien Zeit, die wir ja irgendwie überbrücken haben müssen, ohne Handys, mit Spielen oder Blödsinn machen. Und da haben wir so Telemarks gemacht vom Stockbett aber. Und da kann ich mich nur wirklich, echt, wie wenn es gestern gewesen war, an diesen Schmerz erinnern. Hast du schon mal ohne Schuhe, einfach nur mit Socken von bist du schon mal vor einer, es würde wahrscheinlich reichen, vor dem Tisch runter zu springen auf diesen Holzboden und dann einen Telemark machen. Weißt du, wie das brennt auf den Fußsohlen? Kannst du dir das vorstellen? Fußballen auch. Ja, es tut voll weh. Und das kann mich nur erinnern. Dabei warst du auch damals als Katze bekannt. Das war, glaube ich, sogar ein Spitzname von dir, oder? Wayne the Cat. Wayne the Cat. Ja? Wayne the Cat Katzen. Ja. Das ist super. Boah, das ist der beste Spitzname, den ich jemals gehört habe. Wayne the Cat Katzen. Ja. So gut. So war das. Aber es hat mir auf jeden Fall das trotzdem, kann mich erinnern, dass wir es gemacht haben. Jetzt stell dir das Ganze mal heutzutage vor, mit Mitte 50, was du bist. Das wäre heftig, hä? Ich glaube, ich würde mir gar nicht mal overspringen trauen vor dem Hochbett. So fängt es ja schon mal an, an den Telemark nicht einmal zu denken. Unglaublich. Ja. Das war meine kurze Telemark-Geschichte. Ich habe es natürlich beim Skifahren dann schon ein paar Mal probiert, aber natürlich mit Alpinski. Und ich bin nie Touren gegangen, weil bei Tourenski kann man das doch auch machen, dass man da aufmacht. Gell? Also leider ist mir die Telemark-Landung in Wirklichkeit ist mir verwehrt geblieben. Ganz anders aber bei dir, weil du, das möchte ich auch noch schnell erwähnen, bevor wir zum Ernstl kommen, bist du ja im Gegensatz zu mir wirklich ein Skispringer. Du bist zwar nie auf große Schanzen gesprungen, aber trotzdem hast du meinen höchsten Respekt. Und das waren kleine Schanzen, aber du hast einmal mir eine Wartezeit, da bin ich mal lange in der Ordination gesessen und habe gewartet. Und dann haben wir irgendwie so WhatsApp-Kontakt gehabt und du hast mir dann gesagt, ey, ich schicke dir was zum Aufheitern. Leider habe ich es verloren. Du hast mir da ein Video geschickt, das muss einer deiner letzten Sprünge gewesen sein. Und du bist so einer kleinen Schanze runterspringst und da war nicht einmal Schnee. Das war so, oder so Kunst, wie heißt das? Teppich, oder was Matte. War das? Matte. Und da bist dann, ich glaube schon, 5-6 Meter weit gesprungen und gelandet. Hört sich jetzt überhaupt nicht viel an, aber ich meine, der Mut, einmal überhaupt diese kleine, auch wenn es eine kleine Chance ist, runterzufahren und dann auch 5-6 Meter oder vielleicht was mehr, ich weiß, das wirst du jetzt gleich aufklären, verlangt sehr viel Mut. Und was ich auch noch sagen kann, es war nicht nur mutig, sondern es war irrsinnig witzig. Also ich habe mir das echt oft angeschaut. Leider ist irgendwie im Laufe der Jahre verloren gegangen. Hast du das noch? Kannst du das noch mal schicken? Kann ich da gerne mal schicken. Es ist tatsächlich so, dass ich und der Dieter, unser gemeinsamer Lieblingsfreund, wir beide sind Hobby-Skispringer. Ich habe das ja schon im Fatcast erwähnt und da schuldest du uns übrigens, mein lieber Freund, noch ein Feedback. Da ist der Dieter. Oder zumindest eine Auflösung. Das ist das Einzige. Der Dieter war der Feedback, oder? Nein, aber da hat es ja einen kleinen Kniff gegeben, wer dieses Interview gemeinsam mit mir geführt hat beim Manuel Fettner Podcast. Glaubst du, soll man das auflösen jetzt? Könnte man jetzt natürlich auch an dieser Stelle auflösen, bevor ich dann nur kurz über meine eigene Skisprungkarriere... Ja, aber reden wir über deine. Reden wir über deine. Okay, möchtest unsere Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen weiter auf die Folter spannen, ganz was da genau eigentlich los war. Aber ja, ich kann schon mal so viel verraten,
Wer genau hinhört, wird merken, dass sich da ein kleiner Kniff versteckt. Da hat es eine kleine Veränderung kleine in der Basis Besetzung des gegeben. Wortes, oder? Ganz genau. Also, ich bin tatsächlich schon das öfteren, sehr oft sogar über Skisprungschanzen gesprungen. Habe das jahrzehntelang als Hobby gemacht, wo zumindest eineinhalb Jahrzehnte, bevor ich mir dann einmal das Schlüsselbein dabei gebrochen habe. Und seitdem, muss ich gestehen, ist das Ganze vom Kopf her nicht mehr so einfach. Traue mich da einfach nicht mehr so frei und mutig über die Schanze zu gehen und bin dann auch eher immer auf die Sicherheit bedacht und mit voller Hosen springt sich's schlecht. Das ist eine alte Skisprungweisheit und das habe ich auch gemerkt und dann ist es auch nicht mehr sicher, weil du musst einfach eine gewisse Körperspannung aufweisen und wenn du die nicht hast, dann wird es gefährlich, weil es große Geschwindigkeiten sind, die da herrschen und ja, also ich bin da in meiner besten Zeit von einer 60-Meter-Schanze gesprungen. Da hast du auch ungefähr gleich viel km/h drauf, zwischen 60 und 65, würde ich jetzt mal sagen. Und bei der Landung dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und meine Landung, mein lieber Freund, kann ich dafür sprechen, die war relativ weit oben. Und von daher bin ich dann auch diesen diesen Aufsprunghang relativ schnell und lange hinuntergefahren. Aber es waren schon bisschen mehr als 6 Meter waren es schon, also ich bin schon so in den blauen Bereich bin ich schon reingekommen, also um die 35 Meter, glaube ich, bin ich schon gekommen. Na, aber nicht bei dem, und was du mir da geschickt hast, oder? Ich glaube, das, was ich weiß ich nicht genau, was ich da geschickt habe, kann natürlich auch von einer 30-Meter-Schanze gewesen sein, dann waren es halt wahrscheinlich nur 20 Meter. Ja, es war eher was Kleineres. Aber ich kann mir natürlich jetzt kann aus erster Hand sagen, und da dann mal unsere Skisprung-Profis fast ein bisschen leid, möchte ich fast sagen. Es schaut beim Fernsehen einfach viel, viel, wahrscheinlich betrifft es ja jeden Sport, viel, viel langsamer und viel, viel leichter aus, als es in Wirklichkeit ist. Also die Kante bei der Geschwindigkeit so zu treffen und die Technik so umzusetzen, dass du wirklich auf Weite kommst, das ist sehr, sehr, sehr schwer. Und es ist natürlich auch wirklich sehr, sehr gefährlich und man braucht schon ziemlich Eier für diesen Sport und wenn es Damen sind, Eierstöcke. Genau, oder Mut. Aber jetzt endlich nach, schauen wir nach, über einer Stunde, zumindest ungeschnitten, zur Karriere vom Ernst Vettori. Das schneiden wir zusammen auf 20 Minuten. Endlich, nach 20 Minuten. Du, pass auf, jetzt sage ich einfach endlich nach mit verschiedenen Zeitpunkten und dann schneidet das eine, was stimmt. Endlich nach 45 Minuten, endlich nach 50 Minuten, endlich nach einer Stunde kommen wir zum Sportlichen und zur Karriere von Ernst Vettori. Der hat mit 16 bereits sein Debüt im Weltcup gefeiert, 1981. Wir haben im Quiz bereits darüber gesprochen. Und im Februar desselben Jahres, lieber Christian, da hat er ja bereits schon seine erste Medaille sich geholt. Da hast du recht, Olli. Silber bei der Juniorenweltmeisterschaft. So ist es, ganz genau. Und sein erstes Weltcup-Podium, und zwar als Zweiter, hat er dann auch im gleichen Jahr schon bereits geholt, und zwar in Chamonix. Richtig, richtig. Chamonix 1982. Müsst ihr euch vorstellen, als 16-Jähriger schon ein Weltcup-Podium. Das geht nur im Skispringen. Oder so ist es, ganz genau. Heißt Michaela Schifrin. Oder beim Kunstturnen. Ja, oder Eiskunstlauf. Da geht es auch. Aber wisst ihr, wo es nicht geht? Genau. Beim Kugelstoßen. Und auch nicht beim Wrestling. Nein, da geht's nicht. Oder beim Marathonlaufen geht's auch nicht. Geht's auch nicht, oder beim Weitsprung. Ja, wahrscheinlich auch nicht, ja. Aber wo es schon gegangen ist, früher beim Tennis, bei den Damen zumindest. Ja, aber trotzdem glaube ich, dass es Ausnahmesportler sind, weil mit 16 ist, der Körper ist noch nicht einmal ganz ausgebildet, das Gehirn ist noch weit davon entfernt, ausgebildet zu sein, komplett. Da schon bei den Großen, ja, bei den Big Boys mitzuspringen und das zu schaffen,
finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und das hat der Ernst dann eigentlich auch, es ist ihm, glaube ich, nicht zu Kopf gestiegen. Er hat das ganz gut wegstecken können. Ist ja auch nicht so leicht, wenn man schon so erfolgreich ist mit 16. Stell dir vor, wenn du mit 16 schon erfolgreich gewesen wärst, wo du dann jetzt warst. Ich wäre wahrscheinlich nicht so am Boden geblieben wie der Ernst Vettori. Nein, wenn du bei Podcast mit 16 schon durchgestartet wärst, wärst du jetzt ganz woanders. Du würdest nicht so alternen Podcasts wie jetzt da mit mir oder mit dem Dieter machen. Nein, das ist schon wahrscheinlich einsam irgendwo in Kölle wohnen. 1982 ist 1982 ist er dann Juniorenweltmeister geworden. In Murau auf einer 70K-Schanze, also auf einer Schanze mit Konstruktionspunkt, damals noch kritischer Punkt, 70 Meter. Und 1984 ist er dann auch schon das erste Mal bei Olympischen Winterspielen dabei gewesen. 1984 im Dezember ist ihm dann auch sein erster Weltcup-Sieg geglückt. Und zwar ist der in Oberstdorf gelungen. Und in der gleichen Saison ist er dann offiziell durchgestartet als Mitglied der österreichischen Mannschaft. Mit dem Andi Felder, mit einem Armin Kogler und einem Günther Stranner. Und zwar bei der Skiweltmeisterschaft. Und die ist dann allerdings schon im nächsten darauffolgenden Jahr gewesen, aber nur in der gleichen Saison. Und die nordische Skiweltmeisterschaft gewesen auch. Genau, da haben sie die Silbermedaille gemeinsam errungen, das Team, das österreichische. In dem gleichen Jahr, 84-85 oder in der gleichen Saison, ist er auch bereits Dritter im Gesamtweltcup geworden. Gut dabei war der Ernst Vettori 1985 und 1986. Das waren vielleicht sogar seine zwei besten Jahre. Er ist der Zweiter im Gesamtweltcup in beiden Jahren geworden und hat auch beide Jahre die Vier-Schanzen-Tournee gewonnen. Und den Gesamtweltcup, falls euch interessiert, was glaubst du, Christian, wer hat denn 1985, 86 den Gesamtweltcup vor dem Ernst Vettori gewonnen? Vor allem nur zwei, die es sein könnten. Felder. Nein? Matti Räikkönen. Matti Nikkönen, ja. Nikkönen. Auch da schließt sich wieder der Kreis zur Folge mit dem. Wie habe ich damals gesagt? Weihnachtsfolge. Matti Nykakoklanen. Im Jahr 86, 87 hat der Oppas den Gesamtweltcup gewonnen, der Vegard Oppas, ein Norweger, und auch da ist er wieder Zweiter geworden, der Ernst Vettori, wie gesagt, die Vier-Schanzen-Tournee, beide Male gewonnen, zwei Jahre hintereinander, etwas, was ganz, ganz selten passiert ist in davor und danach. Wie ist denn weitergegangen? Ja, es war so, dass dann ist eine wichtige Umstellung passiert im Skisport, im Skisprungsport. Man hat umgestellt von der veralteten klassischen oder parallelen Technik auf eine neue V-Technik. Das heißt, man hat dann die Skier zum V geformt. Also nicht geformt, aber in eine V-Stellung gebracht und hat dadurch ja mehr Auftrieb und hat weiter springen können. Und da haben die ganzen alten Hasen und ja, der Ernst Vettori war bei dieser Umstellung so ein mittelalter Hase. Ja, eine Zeit lang gebraucht, oder? Um sie umzustellen. Ja, und dennoch ist es ihm gelungen, 89-90 wieder den Gesamtweltcup als Zweiter abzuschließen. Mhm. Trotz Umstellung. Ja. Na stimmt, da hat es einigen Leuten natürlich dann Schwierigkeiten gemacht. Einige haben das nicht geschafft, diese Umstellung, aber die richtig Guten, die echten Talente, denen ist es gelungen. Und da hat natürlich der Felder, der Vettori, der Weißflog zum Beispiel, die haben da alle dazugehört. Und gleichzeitig haben sie sich aber mit jungen, neuen Talenten herumschlagen müssen. Da waren, ich kann mich nur erinnern, da waren die Schweizer waren da sehr, sehr gut am Anfang. Also natürlich der Erfinder des V-Stils, der Jan Bocklöff,
aber da hat es auch ein, zwei Schweizer gegeben, deren Name mir jetzt leider nicht mehr einfällt, aber die waren da auch ganz vorne dabei damals. Ja, sehr interessant. Ich kann mich noch ja, sehr gut an das erinnern. Ich habe es, ja, wie du weißt, im Fernsehen öfters verfolgt. Und es hat früher immer so im Parallelstil nur so ausgeschaut, wie, also aus dieser Fernsehperspektive, wie wenn die Ski immer so entweder links oder rechts vom Kopf gehabt hätten. Erinnerst du das noch? Ja. Und das hat immer sehr, sehr witzig ausgeschaut. Und durch diesen V-Stil haben wir erst mitbekommen, so richtig, oder ich, ja, zumindest, dass die den Schädel eigentlich zwischen die Ski haben und nicht auf der Seite vorbei. Weil, ich meine, das war beim klassischen Stil, war es ja auch so, dass die den Kopf eigentlich über dem Ski gehabt haben. Ne? Aber durch die Perspektive hat es ausgeschaut, wie wenn es auf der Seite war. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Also natürlich sind sie im klassischen Stil ja eigentlich sind sie ja schon auch so ein halbes V quasi gesprungen. Also es war schon so ein bisschen so versetzt. Das Ganze, waren die ja, nicht direkt über dem Ski, die waren so ein bisschen auf der Seite, oder wie? Schon, ja. Also, genau. Mhm. Doch. Nee, so war das. Ist auch interessant. Ist auch für mich mal was Neues dabei. Mhm. Ist gut. Auf jeden Fall. Du, was wir natürlich vorher übersprungen haben, war das Jahr 87. Da hat der Ernst Fedori seine einzige Einzelmedaille bei den Weltmeisterschaften gewonnen. Und hat dann zusätzlich noch Bronze auf der Großschanze geholt. Und ja, vor allem dann hat er auch die Vier-Schanzentournee gewonnen, oder? 87 nicht, ne? Nein, im Jahr 86, 87, entschuldige. Ja, und dann auch noch mit der Mannschaft auch nochmal zugeschlagen und ist da mit der Mannschaft auch noch einmal Bronzemedaillengewinner geworden. Diesmal mit dem Felder und mit dem Richard Schallert und mit dem Franz Neuländer, für diejenigen, die damals schon dabei waren, auch klingende Namen. Ja, vor allem ein Cousin vom Chili-Schaller. Ja, auf jeden Fall. Die müssen verwandt sein. Ja, ja, sicher. Und dann geht es im V-Stil weiter. 1991, Teamgold für Österreich. Jawohl. Mit unserem alten Cheftrainer Heinz Kuttin, mit dem aktuell deutschen Cheftrainer Stefan Horngacher und wieder mit dem Andi Felder, seinem ewigen Rivalen und auch Freund. Diese nordische Skiweltmeisterschaft damals hat auch in Val di Fiemme stattgefunden, so wie die, bei der ich damals dabei war. Mhm. Dass du die Mario dann kennengelernt, oder? Ja, ganz genau. Und der krönende Abschluss möchte ich fast sagen, weil es war schon am Ende seiner Karriere. Lieber Christian, den überlasse ich jetzt dir, weil ich die so gern habe. 1992 krönte er seine Karriere mit einem olympischen Gold und ist dadurch unsterblich geworden. Auf der Normalschanze in Albertville. Und da war ich live dabei. Albertville, da kann ich mich noch erinnern an diese Spiele. Mhm. Mit einem überragenden Sprung ist ihm das im zweiten Durchgang gelungen. Was ich jetzt überraschend finde, weil meistens passiert das im zweiten. Oder gibt es ja welche, die im ersten Durchgang schon gewinnen? Na, oder? Naja, aber es war tatsächlich so, der Ernst Fedori war ein bisschen verschrien, sage ich jetzt einmal, oder bekannt dafür, dass er nicht zwei gleichmäßig gute Sprünge runtergebracht hat. Also meistens hat er einen davon nicht auf dem hohen Niveau delivern können, wie den anderen, und da ist ihm das geglückt und vor allem eben der zweite, der noch öfters das Problem war, ist ihm da überragend geglückt. Leider findet man dazu kein YouTube-Video, ich habe überall geschaut, aber es gibt vom Olympiasieg vom Ernst Fedori leider kein YouTube-Video. Das ist, finde ich, sehr, sehr schade. Hätte man gerne nochmal vor Augen geführt. Ich glaube ja, zum Beispiel habe ich auch nichts gefunden über das, weil du sagst, angeblich ist er ja doch Skifliegen gewesen. Ja, ja. Wo, da finde ich aber nichts. Außer deine Wortspende. Und den YouTube-Link, den ich da dazu, zu meiner Wortspende das dazu geschickt habe. Das war Skispringen, was man da geschickt hast, und nicht Skifliegen. Nein, es war Skifliegen. Da ist er gestürzt sogar. Das war am Ende seiner Karriere und vielleicht... Kannst du mal probieren und dann stellt sie ihm gleich auf. Okay. Tatsächlich war es eh von seiner Skiflug-Karriere sehr, sehr wenig. Aber ja, wahrscheinlich, also du hast sicher recht,
du hast sicher recht, dass er das sehr oft gemeidet, oder dass er lieber gemeidet hat. Aber anhand dieses Videos lässt sich feststellen, wenn es ein Sturz war, dass er zumindest da 1992 war das, einmal gesprungen ist. Aber ja, sieht man eh, was er davon gehabt hat. Mhm. Das hätte er lassen sollen, mhm. So kurz vorm Karriereende noch dazu. Absolut. Zu dem Olympia-Gold hat er übrigens auch noch im Team-Event Silber gewonnen, mhm, damals. War sehr, ja, erfolgreiche WM, ja. So ist es. Olympische Spiele. Mhm. Insgesamt hat er 15 Weltcup-Siege gefeiert und seinen letzten Weltcup-Sieg. Mhm. Olli, eines noch, bevor du das, kennst du den Unterschied zwischen Olympiade und Olympische Spiele? Ja. Okay. Eine Olympiade sind die 4 Jahre zwischen den, ja, Olympischen Spielen. Ja, genau. Ein bisschen, mhm, Bildung müssen wir auch unter das Volk bringen. Genau. Und weißt du den Unterschied zwischen einem Olympioniken und einem Olympiateilnehmer? Kann ich nur raten. Ist ein Olympionike einer, der es gewinnt? Richtig. Ja. Weil das ist nämlich auch im Volksmund natürlich falsch aus, also vertrat, ja, weil Olympionike, glaubt man, dass jemand ist, der teilgenommen hat. Stimmt aber nicht, weil Nike ist ja, wie jeder weiß, die Göttin des Sieges. Ah. Und das lässt sich da ableiten. Und interessante Schuhe. Und jetzt wieder die Brücke zu schlagen, so zurück in die Zukunft 3, wird ja von Michael J. Fox auch mit Nike, da glauben sie ja in dem Salon, dass das ein Indianer-Dialekt ist. Ja. Richtig, gut. Richtig. Und ich habe jetzt voll schmunzeln müssen, weil ich mir dachte, du sagst jetzt, um wieder die Brücke zu schlagen zu Ernst Vettori, weil seine Schuhe hat er in den Nagel gehängt im März 92, aber dabei kommst du damit zurück in die Zukunft. Das war ziemlich witzig. Also seine Schuhe, seine Nike hat er in den Nagel gehängt 1992 im März. Da hat er seinen letzten, also da hat er es eigentlich nur nicht, Entschuldigung, das stimmt, er hat seinen letzten Weltcupsieg gefeiert und 1993 hat er dann immer noch nicht seine Karriere beendet, sondern mit der österreichischen Mannschaft noch einmal in Falun Bronze geholt. Und jetzt, damals aber jetzt mit Putin, dann, mit dem Horngacher und mit dem Goldberg. Aber jetzt ist 94 ist es dann endlich, jetzt 3 Jahre, nachdem wir das schon nachgesagt haben, ist er dann zumindest in sportlichen Ruhestand gegangen. Er hat sich natürlich jetzt nicht komplett zur Ruhe gesetzt. Er ist... was macht er eigentlich jetzt genau? Er macht so Beratertätigkeiten, oder? Ja, na, jetzt aktuell ist er tatsächlich weg momentan vom Skisprungsport. Ist, glaube ich, als Privatperson unterwegs. Zumindest weiß ich jetzt nichts Genaueres darüber. Aber er war zwischen 95 und 99 war er dann an der Seite von Dirk Thiele bei Eurosport Co-Kommentator. Das war eine sehr lustige Zeit. Da haben sie sich voll gegeben, die zwei miteinander. Und dann im März 2010 ist er dann der Nachfolger von Toni Inauer als nordischer Sportdirektor geworden. Ja, das war der Abriss von Ernst Vettoris Karriere, die, kann man wirklich mit Fug und Recht behaupten, sehr, sehr, sehr erfolgreich war. Also in diesen paar Jahren, also so viel waren sie dann gar nicht, oder? So 14 Jahre oder 13 Jahre, okay, ist eigentlich wahrscheinlich eine normale Sportkarriere, aber er hat doch fast in jedem Jahr etwas Besonderes erreicht. Er ist ein Held und ein Idol, er ist ein Skiweitsprung-Symbol. Das ist von Christoph und Lollo. Genau, von Birger Ruth sagen. Gut, wir haben sehr, 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 sehr viel geplänkelt. Wir haben sehr, sehr viel über seine sportliche Karriere gesprochen. Ich denke, wir sind durch viele Hochs und Tiefs gegangen. Und wir bedanken uns. Das machen wir eigentlich viel zu selten. Das kommt mir fast so vor wie früher immer mit: Wir verabschieden uns von den Zusehern in Dreisat oder auf Dreisat. Ja. Oder? Auf ORF 1 geht es weiter, genau, mit der nächsten Folge Doppelgänger. Genau. Wir verabschieden uns von unseren treuen Zuhörern. Und für unsere neuen Zuhörer gibt es nur was ganz Spezielles. Ganz was Besonderes noch. Ja, rutscht's gut um, liebe Leute. Und wir hören uns wahrscheinlich im neuen Jahr oder um
ja, eigentlich 0 Uhr Silvesterfolge ist auch schon im neuen Jahr. Falls wir eine machen. Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts. Der wahrscheinlich beste Podcast im deutschsprachigen Raum. Ihr findet uns auf www.derpodcast.at, auf Spotify, Google Podcasts, iTunes, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über ein Like. Gerne dürft ihr unsere Facebook- und Instagram-Beiträge auch teilen. Schreibt uns unter fanpost@derpodcast.at oder hinterlasst einen Kommentar auf unserer Homepage. Die Bananenrubrik. Bananenrubrik. Und jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, mit der wunderschönen Bananenrubrik aus dieser Episode zu schlittern. Und ich frage dich, mein lieber Freund Christian, was magst du lieber? Gefrierbrand oder Bananen? Bananen. Akkreditierung. So heißt's. Das Wort heißt Akkreditierung.